Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider, Leute. Ja, wir sind hier immer noch beim letzte Dinge suchen. Oh, da liegt ja sogar einer. Und wir wollen uns hier um die Pechvögel kümmern. Um wen denn sonst? Und vorher erledigen wir Ratten. Genau, weil ich's kann. So. Nehmen wir nochmal mit und dann geht's los. Ich will aber nicht zurücklaufen. Ich will reinlaufen. Ich glaube, da geht's zurück. Ich wollte, glaube ich, hier eher lang. Oh ja, ich will hier lang. Wo sind die denn alle? Ja, wo seid ihr denn alle? Hallo? So, irgendjemand oder so wird hier sein. Oder? Nö, jetzt, hier komme ich doch her. Hä? Wie merkwürdig. Ich dachte, ich bin in die richtige Richtung gelaufen. Dann war das da, ne? Hier hatten wir aufgemacht. Hier wollten wir, oder? Hä? Nee. Nee, nee. Hier ist der Schrank. Komme ich hier irgendwie weiter? Hallo? Wo seid ihr alle? Oh. Erledigt. Ja, lautloser Kill. Schöni. Aber die dürfen mich nicht sehen. Oh, da ist auch noch einer. Den müssen wir auch noch erledigen. Haha. Ja. Was mit euch? Ah, das sind die Gefangenen. Okay. Okay. Das war jetzt nicht so schwer. Und so lange, bis sie gebraucht hat, hätte sie auch schon längst sterben können. Oder wie lange ich eher gebraucht habe. Ah, aber die sind ja alle ein bisschen langsam manchmal. Ein bisschen doof. Psst. Hey, hier drüben. Ist okay. Ich werde sie herausholen. So sieht's aus. Hi. Was? Mache ich hier irgendwie? Ja. Voll gut. Na? Mission Pechvögel. Mit Erfahrungspunkten und die sagen irgendwie gar nichts. Kehren Sie zum verbliebenen General zurück. Kann ich das hier irgendwie, kann ich hier noch was machen? Dann nicht. Kein Dank mehr zu erwarten. Toll. Ja, das war ja jetzt kurz und schmerzlos, würde ich sagen. Ich will zum Blauen noch. Das ist die andere Richtung. Und ach, hier, redet ihr doch noch mit mir, oder? Ne? Großer? Hallo. Was macht ihr denn jetzt hier so? Okay. Schon. Lasst euch Zeit. Es muss ja nichts übereilt werden. Gehen wir nochmal hier durch. Genau, da wo das Blaue leuchtet, da will ich hin. Aber ich weiß nicht, ob ich bin. Komme ich von hier dahin? Nee, ne? Oder? Oh Mann. Lautlos? Wieso kriege ich denn dafür jetzt die Punkte? Muss ich das kapieren? Ich will auf die andere Seite, aber ich glaube, von hier aus komme ich da nicht hin. Was war das denn jetzt? Muss ich hier irgendwie anders da lang? Muss ich außen rum? Oder so? Hier kam ich. Nee, hier komme ich ja auch nicht weiter. Dann doch wieder von da. Oder? Was ist da vorne? Einmal rum? Geht da? Nee.
Ja, bin ich gerade ein bisschen wieder überfragt, wo hier der Weg ist. Ich probiere es jetzt nochmal kurz, aber werde mich nicht immer so lange hier aufhalten. Hab durch die giftigen Dämpfe hinauf, vielleicht hier. Es ist nah und doch so fern, wie immer. Wie immer. Gibt es hier einen anderen Weg? Können wir da vielleicht durch? Vielleicht kann man das ja durchschießen. Nee. Ah, Mann, das ärgert mich immer so. Dass ich den dusseligen Weg nicht finde, muss man doch da lang können. Dann muss es da irgendwie doch, da wo der Hang ist, vielleicht irgendwie doch nicht vielleicht hochklettern, aber irgendwie anders. Gibt es da doch noch was zu tun? Warum guckt sie hier eigentlich immer so hin? Kann ich die vielleicht benutzen? Nein, das habe ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Aber vielleicht kann man sich hier irgendwie... Kann ich die ziehen? Da irgendwo ranhangeln? Nee, ne? Nee. Okay. Oh, es ist ein Gesuch immer hier. Ja, weiß auch nicht. Ja, da kommen wir aber gerade her. Da will ich nicht schon wieder hin. Hier vielleicht? Ja. Ach so. Okay. Der erfroren. Der eine da. Da war so ein Fenster, okay. Denn da, wo das blaue ist, da gibt es auch noch einen Krypta-Eingang und so. Deswegen will ich da hin. Da gibt es also auf jeden Fall noch was zu entdecken. Hier ist noch so ein Seildingsbums. Seildingsbums. Wo ist das andere? Wo kann ich es verbinden? Mit was? Mit nix? Hm. Ja, wir kommen ja hier auch her, aber ich habe den Weg irgendwie gar nicht mehr im Kopf gehabt. Da komme ich aber auch nicht lang. Bin ich jetzt hier doch wieder falsch? Das wäre total blöd. Ja, ich muss auf den Ast, sonst komme ich hier nicht mehr hoch. Ja. Kleines Kletteräffchen, halte ich fest. Da muss es irgendwo einen Weg lang geben. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ist genau auf der anderen Seite. Ich bin also doch wieder falsch, oder was? Kannst du hier hoch irgendwo? Das ist viel zu weit, ne? Und irgendwie auf die Kiste und dann mit diesem Kakending? Nein, du sollst da nicht rein. Wirf dein Dingensbummens. Teil. Okay, das hat nicht geholfen. Wo bin ich eigentlich? Da gibt es irgendwo einen Weg, da gibt es da lang. Bin also doch falsch. Scheiße. Moment mal. Da oben soll ich wieder ganz zurück, um wegen der Mission und so. Und ja, und hier unten will ich eigentlich hin. Aber ich muss, irgendwie bin ich hier falsch. Gehe ich jetzt richtig in die richtige Richtung? Naja. Vielleicht eher da so lang. Ich glaube, ich sollte mich mal ein bisschen an der Karte orientieren. Ja. Oder auch nicht. Das bringt ja auch eigentlich gar nichts, dass ich hier bin, oder? Es sei denn, es gibt hier irgendwie einen Weg durch. Hm. Nicht wirklich. So, und jetzt bin ich wieder richtig schön weit weg. Jetzt bin ich total falsch. Also das kann doch nicht... Ja, das ist der Punkt, wo ich einen Cut mache, Leute. Bis gleich. So, also ich bin jetzt doch wieder zu diesem Hang gelaufen. Und ich glaube, das ist
keine schlechte Idee. Und irgendwas, aber nur, kann man? Nee, kann man nicht. Kann man nicht. Warum nicht? Wieso habe ich gar keine Feuerpfeile mehr? Mach mal welche. Muni. So, und wenn du das, das bringt nichts, ne? Okay, das bringt nichts. Und das Ranziehen auch nicht? Nee. Irgendwas muss man hier machen können. Hier sind immer diese doofen Kannen. Damit muss man doch irgendwas tun können. Kann ich das vielleicht irgendwie da ranhauen? Und dann Busch und Fackel und Huh. Oder auch nicht. Okay. Muss man vielleicht von der Seite gar nicht dahin? Also es ist Quatschi-Matschi, was ich mache. Oder kann ich hier was machen? Sag doch mal was dazu, Lara. Hier, wirf's dahin. Guck mal, da ist so eine unsichtbare Wand. Das habe ich schon so oft ausprobiert hier an der Stelle. Das ist, da kann sie, selbst wenn ich irgendwas schaffe, kann sie da ja nicht hoch. Aber warum sind dann hier diese Dinger? Kannst du vielleicht ganz blöd hier die Container zum Explodieren bringen oder so? Nee. Mal abgesehen davon, dass sie leicht nah dran stehen würde. Das wäre vielleicht nicht so schlau. Ja, okay, dann bin ich hier wieder umsonst hingelaufen. Bis gleich. So, da bin ich wieder in einem anderen Lager, weil wir holen uns jetzt erstmal die Belohnung für unsere Mission und so. Dass wir die Pechvögel, die Doofen, gerettet haben. Und da freut er sich bestimmt. Haben Sie sie gefunden? Ja. Ich habe die Krieger gefunden. Sie leben. Langsam glaube ich, es war kein Zufall, dass Sie ins Tal gekommen sind, Lara Croft. Wir können Ihnen nicht viel bieten. Aber ich hoffe, das wird Ihnen helfen. Infiltrierer. Neue Ausrüstung erhalten. Yeah. Mit coolen Credits. Und? Noch was? Also, nicht ein Geschenk, sondern sagst du noch was? Nö. Nö, dann nicht. Gut. Dann haben wir das ja auch geschafft. Wie gesagt, ich glaube, der Weg darüber war falsch. Außerdem gibt es hier auch ein Lager und da möchte ich jetzt hin. Und zwar ist das der Anlageausblick. Mal gucken. Und von hier aus sollten wir dann wieder Krypta und Co. finden. Erstmal aber noch hier eine Fähigkeit, die wir meistern können. Und das machen wir ja allzu gern. Und da machen wir mal den Kämpfer. Für die Zukunft. Lautlose Landung oder... Starke Medizin erleiden Sie kurzzeitig keinen Schaden durch Feinde, wenn Sie im Kampf Wunden versorgt haben. Finde ich gut. Machen wir. Starke Medizin. Können wir jetzt auch. Juhu. Sehr schön. Was wollte ich jetzt? Anlageausblick, ne? Da wollen wir hin. Ja, man kann ja auch einfach mal den schnellen Weg nehmen. Da sind wir auch schon im neuen Lager und ich habe mich zuerst schon wieder... Ja, ich habe mich schon wieder verlaufen, musste auch schon wieder kämpfen, bin da nicht weggekommen und bin wieder zurück. Und bin jetzt das zweite Mal hier bei diesem Lager. Wir wollen eigentlich hier zu diesem Kryptaeingang. Ich weiß aber nicht, muss ich dafür irgendwie noch höher klettern oder nach unten? Oder ich bin noch nicht so ganz durch, wo man hier noch lang könnte. Wenn ich jetzt da reingehe, dann komme ich aber da lang. Wir wollen aber in diese Richtung. Ist doch aber nichts. Oder komme ich hier, wenn ich nach unten gehe? Wenn ich hier nach unten gehe, dann da vorne sollen wir hin. Aber ich darf auch nicht nach ganz unten, oder wie? Oder was? So irgendwie, so irgendwie. Da ist doch voll die Mauer. Geht's hier durch? Ach, da geht's durch! Aha, geil. Okay, das habe ich vorhin nicht entdeckt gehabt, dass es hier durchgeht. Cool. Jawoll. Und damit haben wir wieder was gefunden. Eine neue Krypta. Genau der Grund, wieso wir das alles hier machen. Yeah, das finde ich gut. Pilze und Erzzeug und nimm alles mit. Und dann können wir hier durch. Cool.
Münzen. Und was zum Lernen. Kokos von Nicea, der Astronom. Griechisch verbessert. Okay. So, das ist ja dann aber kein Grab. Wir werden also hier eine Truhe wahrscheinlich wieder finden. Oh, lass dich mal ruhig fallen. Ja, links oder rechts? Ich gehe mal hier lang. Ja, da oben kann man auch lang. Okay. Weiß nicht so. Weiß noch nicht so, wo lang. Ich gehe mal da hoch. Müsste man wieder eigentlich zurückkommen. Ja. Mal da durch. Oder wollen wir uns einfach mal hier runterlassen? Genau. Ah. Boah, geil. Hier so mit dem Eis und so. Voll fett. Bisschen Erfahrung. Und Münzen. Und Pilze. Sehr schön. Hat sich schon wieder voll gelohnt. Weil um das da draußen immer sonst wo zu finden, muss man schon wieder mehr tun. Mehr rumgurken. Und rumgurken soll ja auch mal ein Ende haben. Deswegen freue ich mich immer, wenn wir viel am Stück finden. Ja, ich will nicht zurück. Komme ich hier wieder zurück? Ja. Oder? Ah, da runter hin. Komm ich denn da hin? Ich muss hier irgendwie rumklettern können. Aber da kann sie sich doch nicht festhalten, oder doch? Ach doch. Okay, ich dachte, das wäre zu weit weg. Prima. Beeile mich. Und hier haben wir noch eine Schatzkarte. Ein Prophet muss Anhänger haben. Kokos von Nicea war einer der ersten des Propheten. In seiner Heimat als Ketzer gebrandmarkt, pilgerte Kokos mit gen Norden. Sein Wissen über die Sterne half, den Weg zu finden. Es heißt, dass Kokos und der Prophet stundenlang die Sterne betrachteten und über das Universum und den Platz des Menschen darin diskutieren konnten. Er baute für den Propheten ein Oreri, der Planeten und Sterne, damit dieser auch im dunklen Winter den Nachthimmel betrachten konnte. Ach so, Kokos, der Astronom. Krypta der Gründer. Kitesh wurde nicht vom Propheten allein erbaut. Er holte sich die Besten und Klügsten zur Hilfe. Hätte ja auch selber erzählen können. Ja, aber irgendwie ist das hier eigentlich noch nicht alles. So oder so. Können wir hier nicht noch weiter? Ist noch ein weiter? Nein, es gibt hier keinen weiter mehr. War es das dann hier schon? Kann sein, dass das hier schon alles war, ne? Ja, hier ist auch irgendwie gar nichts mehr angezeigt. Dann gehen wir wieder zum Krypta-Eingang zurück, Leute. Ich schaue, was wir als nächstes machen. Und, ja, mal gucken, was noch alles überhaupt übrig bleibt, so insgesamt von Grabeingängen und Krypten. Da ist noch eine Truhe zum Beispiel, die ich mir holen kann, Münzversteck. Die Münzverstecke und so, die hole ich mir jetzt mal alleine, genauso wie die Herausforderungsgeschichten. Ich guck mal, was wir überhaupt noch übrig haben und hoffe, wir sind bald durch. Leute, bis dann! Halt, stopp, hier ist noch was. Ich bin hier gar nicht um die Ecke gegangen. Das einzig Wichtige habe ich nicht geholt. Das machen wir noch schnell. Ja, antiker Bogen, alles klar, 3 von 4. Wollte ich euch nicht vorenthalten, bin nur nicht um die Ecke da vorne gegangen. Und noch ein paar Münzen. So, Leute, jetzt aber bis dann!